Okay, Flohmarkt Adventswichteln, Teil 1, Flohmarktfunde, die ich nicht gemacht habe. Den Anfang macht Nine, okay? Ich bin mal gespannt, was das hier wird. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum Flohmarkt Weihnachtswichteln. Halt, stopp! Bevor das Video jetzt losgeht, muss ich euch da nochmal drauf aufmerksam machen. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Und zwar, die Toyplosion hat jetzt ihre 3 Exclusive bekannt gegeben. Das sind echt 3 Hammer-Exclusives geworden. Sehen richtig geil aus. Ich werde sie mir auf jeden Fall sichern. Definitiv, da geht kein Weg dran vorbei. Seit gestern, also seit Samstag, könnt ihr die Dinger vorbestellen. Was da nochmal wichtig ist zu sagen, 2 pro Person mit einer gültigen Eintrittskarte könnt ihr euch sichern. Weitere Infos findet ihr natürlich auf der Seite von der Toyplosion direkt oder halt auf der Motobros-Seite bei Facebook oder bei Insta bei der Toyplosion. Also sichert euch diese grandiosen Teile. Ich werde es auf jeden Fall tun. Mega cooles Ding oder mega cooles Design auch. Da haben die richtig Arbeit reingesteckt, die Jungs. Und dass das eine Hammerveranstaltung wird, das brauche ich hier, glaube ich, nicht erwähnen. Ich freue mich riesig. Ja, das habe ich halt dieses Jahr auch so komplett verpennt, ne? Ich war weder auf einer Spielemesse, ich war weder auf der Gamescom noch sonst wo. Aber das werde ich nächstes Jahr machen. Ich werde nächstes Jahr überall gucken, wo irgendwas mit Flohmarkt oder ein riesen Flohmarkt ist oder eine Spielzeugmesse. Ich werde überall am Start sein. Das versuche ich. Und ich versuche auch ab nächstes Jahr auf andere Flohmärkte zu gehen, in andere Städten zu gehen. Ich habe ja mal eine Umfrage gemacht, wohin ich überall gehen soll. Und da werde ich mir am Wochenende einfach ein Hostel oder Hotel oder von mir aus penne ich auch im Auto, damit ich mich richtig elendlich fühle und mach für euch Videos. Na, ich bin nämlich Mr. Krabs und will Geld sparen, deswegen penne ich im Auto. Nein, Quatsch, das nicht, aber ich versuche günstig zu nächtigen. Viele von euch freuen sich riesig und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall auf der Toyplosion. Dann starten wir jetzt mit dem Weihnachtsflohmarkt-Wichteln. Wie ist das entstanden? Vor ein paar Monaten haben die Trödelmama und ich beschlossen, wir sammeln beide. Wir haben aber auch unterschiedliche Interessen zum Teil. Manchmal überschneiden sich unsere Interessen, aber es gibt halt genug Sachen, wo sie nichts mit anfangen kann. Dafür kann ich da was mit anfangen und umgekehrt. Deswegen haben wir vor ein paar Monaten beschlossen, wir sammeln einfach füreinander. Egal was so irgendwie in Frage kommen könnte, hauen das zum Ende des Jahres einfach in ein Paket und schicken uns das gegenseitig zu. Vor etwa 1,5 Monaten habe ich dasselbe mit Nine beschlossen. Wir haben uns auch eine Kleinigkeit zukommen lassen und mit Nine fangen wir heute an. Hier ist das gute Stück. Wenn das so hinkommt, dann kommt jetzt jedes Mal zum Advent eins von diesen Wichtelpaketen. Denn wie gesagt, Trödelmama, Nine und dann habe ich noch eins in Aussicht. Ich bin seit längerem in einer WhatsApp-Gruppe, da machen wir das schon seit Jahren. Und das werde ich dann auch noch abfilmen und das zeige ich euch. Coole Idee. Ja, natürlich auch. Aber jetzt, wie gesagt, hier Nine, da fangen wir erstmal an. Ich habe es nur geöffnet bis jetzt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Da bin ich mal gespannt, was da drin ist. Ich glaube, ja, da ist schon ganz gutes Zeug drin, denke ich. Ich nehme jetzt mal im Fix hier die Verpackung. Ich glaube, das ist überall Verpackungsmaterial. Ja, das lege ich mal ganz schnell beiseite. Das raschelt jetzt bestimmt ordentlich. Oh, da sehe ich schon das erste. Ja, ich glaube, hier ist auch das auch Verpackung. Oh, sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr lange nachgesucht. Eine meiner Top 2 Zeitschriften früher. Und zwar hat sie mir eine Limit geschickt. Vor allen Dingen eine kleine. Es gab die ja später auch mal in etwas größer. So eine habe ich auch. Die habe ich mir mal bei Kleinanzeigen, glaube ich, gekauft. War ich auch relativ enttäuscht. Ich wusste den Unterschied nicht. Groß nach klein. Jetzt habe ich eine. Und ich muss sagen, mir kommt dieses Bild sehr bekannt vor mit dem Footballer drauf. Ich glaube sogar, die hatte ich. Ja, ich glaube sogar. Ach, und hier, guck mal an. Guck mal an, da sind die Karten sogar noch drin. Hier. Das ist geil. Zieht euch das rein, kann man das sehen? Da sind die Karten sogar noch drin. Wie cool ist das denn?
Ja, ich habe früher halt Bravo Sport, Limit und ja, ganz früher Mickey Maus halt. Ne? Oma hat immer eine Mickey Maus mitgebracht, danach gab es die Limit und die Bravo Sport. Für mich Kindheitserinnerung pur, freue ich mich richtig drüber. Richtig geil. Vor allen Dingen auch noch die Karten drin und im super Zustand. Das kann man sich so fast irgendwie einrahmen oder so, ne? Muss ich mal gucken, was ich damit mache. Das nächste ist, was haben wir hier? Ein Crazy Dips Popping Candy Lollipop. Schön was zum Naschen. Chupa Chups. Habe ich auch noch nicht gesehen. Fuß ist das. Das ist ein Fuß. Da kann man am Fuß lecken. Oh, lecker, lecker, lecker. Oh, oh, hier sehe ich was. Oh. Alter. Ich glaube, Monte wird's feiern, oder? So ein Ding. Was ich da so gehört habe. Das ist geil. Oh, ist das cool. Wie geil ist das denn? Wo hat sie die denn her? Von wann sind denn die? Von 95. Ach, da ist sogar noch ein dritter. Hier diese Caps. Diese Wrestling Caps. Kennt ihr die noch von früher? 3 Stück hat sie mir reingelegt. 3 Stück von 1995. Wie geil. Ah, vorne drauf. Wer ist noch vorne drauf? Ist das Owen Hart? Ja, Owen. Oh, wir hatten mal, oder ich hab mal Schrottwichtel mitgemacht. Das war übel. Hat. Aber das ist ein sehr angenehmes Wichteln, ne? Er scheint sich sehr zu freuen. Diesel, Undertaker und der Cap ist vom British Bulldog. Hier, ich zeig's euch nochmal. Richtig cool. So geil für meine Wrestling-Sammlung. Vielleicht mache ich da mal einen von auf. Ich reiß ja eigentlich nichts auf, ne? Aber eigentlich müsste man mal einen aufmachen, oder? Ja, ich leg's erstmal beiseite. Ich kann das ja nicht, sowas, ne? Mit aufmachen. Oh, was haben wir hier? Star Wars. Top. Trumps, das ist dieses Kartenspiel, ne? Von den Clone Wars. Ja, Star Wars halt, Star Wars geht immer, was soll ich sagen? Hier haben wir noch was zum Chupa Chups. Kenn ich auch nicht. Ist das sowas wie Huba Buba? Das sieht so nach Huba Buba aus, irgendwie. Tutti Frutti. Muss ich mal probieren. Ach, hier, die Geld. 12 Sekunden später. Ja, hier mal ein kleiner Schnitt. Mir ist hier nämlich gerade übel was vom Tisch gefallen. Deswegen musste ich jetzt hier mal einen Schnitt machen. Ich war gerade dabei zu sagen, dass ich die auch noch kenne von früher. Und zwar Santa Shock. Das hat sie mir auch noch ein paar mit reingelegt. Sehr geil. Da gab es letztens einen Preisfehler, ne? So ein ganzes Ding. Ich glaube für 4 Euro oder so 100 Stück. Das ist nur eine Verpackung. Oh, das kommt zum Schluss. Oh, was haben wir hier? Kassetten. Kassetten, Hörspielkassetten, ja, genau die richtigen, da hat sie Geschmack bewiesen, und zwar die Antenna Nummer 10 und 17, ne? Die Antenna, wisst ihr Bescheid, bestes Hörspiel, was es gibt, nicht motzen, aber für mich sogar besser als Masters, tut mir leid, ist so, was soll ich machen, und jetzt haben wir hier noch was drin, ach, ein Bootleg. Das ist ein Bootleg. Hat der ein Skeletor? Der hat ein Skeletor-Dings. Ein Bootleg mit einem Skeletor-Lendenschurz. Kann man das sehen? Fokussiert das? Ist das Iron Sheik oder wie der hieß? Ich glaube schon, mit der Glatze, mit dem Bart. So, das könnte hinkommen, ne? Auf jeden Fall ist das ein Lendenschurz vom Skeletor. Auch cool mit den zwei unterschiedlichen Beinen, ne? Mit den Farben. Schönes Bootleg, gefällt mir. Stell ich zu den anderen. Der Lendenschurz gehört, glaube ich, nicht dazu, aber egal. Habe ich nicht noch einen zweiten Skeletor, wo der fehlt? Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe sogar noch einen zweiten Skeletor, wo der fehlt. Perfekt. Ja, und Bootlegs, Wrestling-Bootlegs gehen immer. Das war es. Was heißt das Wahres? Mehr als genug, muss man sagen. Ich stell das mal eben schnell weg. Mega cool. Halt Wrestling Bootleg. Hier die Caps. Hier die Limits. Kassetten. Was zum Naschen. Für jeden was dabei. Was soll ich sagen? Vielen Dank, Nine.
Also hat sich definitiv gelohnt. Ich hoffe, du freust dich über mein Paket auch. Wenn ich das jetzt sehe, denke ich mir, jetzt vielleicht noch mal ein paar geilere Sachen finden müssen. Aber ich hoffe, du freust dich trotzdem. Sowas ist auf jeden Fall mega cool. Wenn ihr da irgendwie eine WhatsApp-Gruppe habt oder irgendwie Sammlerkollegen habt, macht das einfach. Macht das einfach. Macht so ein Toy-Wichteln. Das ist total spannend, total cool. Und besser geht's ja nicht, wenn jemand anders für dich über den Flohmarkt läuft und für dich nach Kram guckt, ne? Also besser geht's ja nicht. Wenn sich jeder so organisiert, können unsere Sammlungen miteinander gut wachsen. Und das ist eine super Sache. Deswegen macht Tausch, Deals und Wichteln. Macht das einfach. Das ist total lustig und total cool. Und ihr seht ja, mega cool, ne? Also eine Limit zum Beispiel habe ich schon ewig gesucht, nie gefunden. Jetzt habe ich eine und auch noch im Top-Zustand. Also besser geht's gar nicht. Wie gesagt, vielen Dank nochmal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr wisst Bescheid. Bleibt gesund. Haut rein. Ach ja. Und noch einen schönen ersten Advent, liebe Freunde. Ja, war doch ganz in Ordnung, ne? Jetzt, wo ich das gesehen habe, hätte ich tatsächlich auch Bock auf Wichteln. Ja, aber eher so auf Schrottwichteln, ne?